Ich sehe das Problem nicht so sehr gelöst und ich habe am Freitag bereits beim Sonderlandtag gesagt, dass ich es nicht als eine ehrliche Abstimmung empfinde. Wenn man die Köpfe in der SVP-Fraktion kennt, dann weiß man, dass diese Abstimmung zwar aufgrund des Parteibeschlusses wirklich so hat ablaufen müssen, denn ansonsten wäre es ja auch ein klares Zeichen gegen den Parteiobmann gewesen, nicht nur gegen den Landeshauptmann Kompatscher. Es hat den Fraktionszwang gegeben. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass nach wie vor Unstimmigkeiten, Streitereien herrschen, natürlich auch herrschen müssen, wenn man gezwungen ist, über etwas abzustimmen, was eigentlich ein großer Teil innerhalb der SVP-Fraktion nicht will. Und es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu sehen, aber schon davon auszugehen, dass es immer wieder rappeln wird in der Kiste, um Ihre Worte zu verwenden, und dass auch weiterhin Streit vorprogrammiert sein wird. Wer glaubt, dass man, wenn die Opposition sich auf die Seite des Landeshauptmannes geschlagen hätte, die SVP gespalten hätte, ja, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Also das entstammt aus dem Reich der Fantasie, denke ich. Und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, der Opposition in dieser primär schon SVP-parteiinternen Angelegenheit, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen. Es ging ganz klar darum, dass der Landeshauptmann immer wieder gesagt hat, er hat die Mehrheit, und dann war es folgerichtig, dass er es ist, der im Landtag beweisen muss, dass er diese Mehrheit hat. Die Opposition hat im Vorfeld auch schon gewusst, dass es im ersten Wahlgang klappen würde. Das war überhaupt keine Neuigkeit. Dann, was wäre die Alternative gewesen? Das sind wirklich Neuwahlen, und die will man ja verhindern, wo man der Ehrlichkeit halber schon auch sagen muss, es wären nächstes Jahr ohnehin Landtagswahlen. Das ist vom Autonomiestatut so vorgesehen. Denn die beiden Landtage Trentino und Südtirol bilden den Regionalrat, und der Trentiner Landtag hätte zum derzeitigen Zeitpunkt absolut keine Notwendigkeit, sich aufzulösen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es taktisch klug gewesen wäre, sich auf irgendeine Seite zu schlagen. Das Interessante ist ja, dass es der Landeshauptmann bei einigen Oppositionskollegen ja auch gemacht hat, im Vorfeld angeklopft, ein Gespräch gesucht. Was wir aber so interpretiert haben, wenn es um den Machterhalt geht, wenn es ums Eingemachte geht, dann findet man den Weg zur Opposition, dann spricht man mit der Opposition. Aber wenn es um Lösungen geht, wenn es um konkrete, auch um den Wettbewerb der Ideen, der Lösungsvorschläge geht, dann ist man immer eher, schaut man, dass man die eigene Mehrheit beieinander hat und geht nicht so gerne auf die Opposition zu. Das haben wir auch leider Gottes in den Pandemiejahren festgestellt. Da hat der Landtag überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und ein bisschen, und mir tut es leid, dass ich das so sagen muss, ein bisschen habe ich schon langsam das Gefühl, dass sich der Landeshauptmann vielleicht auch etwas daran gewöhnt hat, an diese Art des Regierens per Dekret, und sich nicht mehr der demokratischen Auseinandersetzung stellen möchte. Das beste Beispiel ist auch heute dieser runde Tisch. Ich bedauere, ich weiß, er wurde gebeten, herzukommen. Es wäre schön gewesen, wenn man auch direkt mit dem Landeshauptmann den Austausch hätte. Denn ich glaube, bei Zuseherinnen und Zusehern ist es nie ganz sympathisch, dass man über Personen spricht, die nicht hier sind. Aber ich denke, bestimmte Fragen wird er sicher morgen alleine dann in der Pro- und Contra-Sendung, wo er einen Monolog halten darf. Meines Wissens ist er in Wien heute und auf der Rückreise. Ja, vor allem, wenn die Agenten beim Landeshauptmann bleiben, darf man nicht vergessen, dass sich extrem viel Macht in einer einzigen Person konzentriert. Er würde über 4,5 Milliarden Euro, die würde er verwalten. Die restlichen 2 Milliarden würden sich 7 andere Landesräte aufteilen, ist eigenartig. Ich schätze auch Franz Blonoch, teile allerdings auch die Meinung, dass ein Gesundheitslandesrat nicht unbedingt gut operieren muss oder Menschen ärztlich gut versorgen muss. Ja, aber doch, sondern aber Franz Blonoch ist ja ein
kennt auch die Organisation. Es braucht jemanden, der seine ein gutes Management auch an den Tag legen kann. Externer Berater oder extern von außen berufen kommt für uns nicht in Frage, denn in meinen Augen würde sich da irgendwo auch die Südtiroler Volkspartei den Anspruch der Regierung vertan. Dass es da sie bräuchte, weil es eine Zweidrittelmehrheit. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit und das regelt. Wenn man jetzt jemanden beruft, der nicht im Landtag sitzt. Es braucht die Zweidrittelmehrheit und hier, das wäre ein Punkt, wo ich sage, Wiedmann wäre der Erste, der dagegen stimmt. Das ist auch vom Autonomiestatut Artikel 50 genau geregelt, wie es mit Berufungen von außen geht. Da reicht im Endeffekt ein Abgeordneter in der politischen Mehrheit, der dagegen ist, und schon wird es schwierig. Die Zweidrittelmehrheit wird sich da schwierig finden lassen. Aber ich möchte eines schon sagen, es hat auch früher schon Regierungsumbildungen gegeben. Und da war von vornherein klar, dass sich Abgeordnete, die bereits im Saal vertreten sind, für dieses Amt zur Verfügung stellen werden. Und ich werte das schon ein wenig als Ausdruck. Entweder hat man es mit einer schwachen Mannschaft zu tun, oder aber auch hier ist wieder der Landeshauptmann Kompatscher, der es vielleicht dem einen oder anderen, der es machen könnte, nicht gönnt. Oder nicht zutraut. Es ist natürlich schon auch ein sehr schwieriges Amt. Aber das muss man sich schon im Vorfeld überlegen, welche Leute man noch zur Verfügung hat. Ja. Und es würde dann ja mit einem Externen wieder eine Aufstockung geben. Wir haben das große Problem, dass unsere gut ausgebildeten Köpfe abwandern. Und das große Problem, dass wir Zuwanderung in die Sozialsysteme haben. Auch hier natürlich gibt es verschiedenste Maßnahmen, dass Südtirol als Standort attraktiv wird. Da braucht man das leistbare Wohnen. Da müssen natürlich Löhne angepasst werden, und zwar in die Höhe. Die hohen Lebenshaltungskosten sind mit den Löhnen, die wir leider haben, nicht stemmbar. Auch hier von den verschiedensten Seiten immer wieder Vorschläge gemacht. Und da, Kollegin Amhof, muss ich dich ein bisschen kritisieren als Vorsitzende der Arbeitnehmerinnen. Du bist auch immer wieder imstande gewesen, zwar für die Anträge zu sprechen, aber dann leider auch immer wieder gegen Anträge gestimmt. Und ich denke, dass das alles so kleine Dinge sind, die das Vertrauen in die Politik nicht gerade steigen lassen. Und unabhängig von wem die Vorschläge kommen, ich denke, da muss man jetzt wirklich bei diesen Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, ganz dringend auch Lösungen liefern. Ja.